Und damit schauen wir direkt nach Tel Aviv zu Tatjana Ohm, die seit Tagen für uns die Situation dort berichtet. Tatjana, also noch ist dieser Angriff nicht passiert. Man verhandelt hinter den Kulissen, aber wie bereitet sich die israelische Bevölkerung denn nun darauf vor? Marie, das ist ja eine Frage, die ihr mir jetzt immer wieder gestellt habt. Und ich habe mir jetzt ein bisschen Hilfe zur Seite geholt. Kein Israeli, aber ein kölscher Jung, wenn ich das so sagen darf, der vor 3 Jahren Deutschland verlassen hat mit seiner Familie, weil er sich da nicht mehr sicher gefühlt hat. Und jetzt lebt David hier. Erstmal ganz herzlichen Dank, David, dass du hier bei uns bist. Vielleicht noch ganz schnell zur Erklärung. David ist der Haustechniker hier bei uns in dem Hotel. So haben wir uns auch kennengelernt. David, wie bereitest du dich, wie bereitet sich deine Familie auf das vor, was da kommen könnte? Hallo erstmal und ja, wir bereiten uns in dem Punkt vor. Wir haben es dann Wasser. Wir haben Wasser in Kanistern im Bunker selbst reingebracht, ein Feldbett und Kleinigkeiten zum Essen, halt Zwieback und Co. halt. Wie groß ist deine Angst, dass es wirklich zu einem massiven Angriff kommt? Also ich sag mal so, die Befürchtung ist da. Ich bin hier schon einiges gewohnt, aber wir wissen auch, dass was kommt. Ob es jetzt so schlimm ist oder nicht, kann ich nicht genau sagen. Es ist ungewiss. Wir schauen hier als Reporter, die wir hierher kommen, ich glaube auch die Zuschauer in Deutschland, mit so einer Mischung aus Bewunderung und Erstaunen auf die Art und Weise, wie man hier im Land mit dieser Bedrohung auch umgeht. Was gibt dir, was gibt euch hier die Kraft im Moment, das sozusagen auf der einen Seite zu organisieren und auf der anderen Seite normal weiterzumachen irgendwie? Ja, ich meine, wir haben nur dieses eine Leben, wir haben nur diesen einen Staat. Die Menschen untereinander helfen sich auch, wo man Hilfe braucht. Und das ist auch eine große Motivation für jeden hier, denke ich. Wir machen weiter, bis es nicht mehr geht. Hier im Hotel, habe ich gerade schon gesagt, bist du angestellt, auch als Techniker. Welche Veränderungen habt ihr denn hier im Haus auch vorgenommen, im Angesichts der Bedrohungslage? Wir haben Mitarbeiter reduziert, im Moment beurlaubt, um einfach auch sicherzustellen, dass so wenige Menschen wie möglich im Fadenkreuz sind, falls es losgeht. Umso mehr Arbeit bleibt natürlich für die Leute, die gerade hier sind und arbeiten müssen. Und dennoch hast du dir Zeit genommen für uns und unsere Zuschauer inmitten all der Arbeit. David, besten Dank nochmal auch für die Eindrücke. Gerne. Ja, und ich glaube, das gibt ein ganz gutes Bild dessen, wie die Situation hier für die ganz normalen Bürger des Landes ist im Moment. Ja, absolut, Tatjana. Vielen Dank für dieses Interview und Grüße nach Tel Aviv.